Und hallo, liebe Freunde, sind wir wieder. Wie versprochen, ich habe keine Kämpfe gemacht. Dem aufmerksamen Beobachter wird aufgefallen sein, dass ich trotzdem oben mehr Skill Points habe. Das liegt aber daran, dass wir einfach immer noch zu. Verdammt, wie heißt der Typ? Silver! Gehen und Sparring Fights machen können, was wir auf jeden Fall nochmal schnell machen. Was soll der Geiz? Boah, Entschuldigung. Ich hab gerade Pizza gegessen. Käsepizza von Aldi. Lecker. Ich muss nochmal die Spinatpizza von denen mal holen. Ich mag Spinatpizza eigentlich. Später mal. Wo ist der Skill, der Schaden beim Blocken zurückwirft? Ich sehe den wirklich nicht. Ist er wirklich nicht. Ist der Way of the Turtle irgendwo drin? Hardblock. Ah, okay. Ziel, wir machen Way of the Turtle. Im Hardblock und dann immer Meat Run. Oh ja. Perfekt. Und okay, das ist. Das hier müssen wir leider nehmen. Dann nehmen wir Hardblock. Dann nehmen wir Meat Runner. Und dann Heavy Workout. Und damit können wir hierzu kommen. Oh ja. Oh ja, das ist gut, das ist guter Plan. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal. Das hier: Way of the Turtle ist hier. Perfekt. Was ich aber eigentlich machen wollte. Zum Besser, ich wieder da bin, ist. Wir haben genug für. Das hier! Ich habe keine Ahnung, ob wir gewinnen. Wirklich null Ahnung. Kann sein, dass wir sofort verlieren und dass wir übel zusammengeschlagen werden und alles im Arsch ist. Ja, wir werden zusammengeschlagen werden und alles wird im Arsch sein, wenn ich mir das angucke. Der Typ sieht aus wie. Oh, wie hieß denn der aus Mortal Kombat? Von den. Ich glaube, Black Dragons. Aber es gab die Red Dragons und die Black Dragons. Und der war, glaube ich. Hinter Black Dragons und hat auch so ein Laserauge gehabt und hat zwei von diesen Butterfly-Messern und Wing Chun benutzt. Oh, wie hieß der Typ? Verdammt, ich komme gar nicht drauf. Auf jeden Fall, wenn ich mir das angucke, wird's unangenehm. Und wir haben schon Schaden zurückwerfen bekommen. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Das war unerwartet. Und jetzt sieht das scheiße aus. Aber wir. Ich würde sagen, ich bin überrascht, wer führt. Wow, ich kann wirklich gewinnen. Wer kann ich gewinnen? Leck mich am Arsch. Ein guter Treffer und wir haben ich glaub's nicht, wir haben gewonnen. Leck mich am Poppelech! Ja, man erkennt überhaupt keine Ähnlichkeit zu gewissen Personen, die mal leben. Das war eine Pokerrunde. Ne, wir gehen mal einfach trainieren. Was trainieren? Da machen wir ein Gang War. Ja. Ja, guter Plan. Ich habe vergessen, den Timer zu stoppen. Okay, wird die Folge halt ein bisschen länger werden, wie es aussieht. Ist aber auch nicht das Problem. Linkschütze! Eine Übung, die ich ehrlich gesagt wie die Pest hasse. Hmm.
fast auf... Ach nee, die sind wieder abgesprungen. Oh, ich wollte gerade sagen, wow, die sind fast auf 11, aber nein. Tageswechsel. Oh, ich bin wirklich raus aus dem Spiel. Ich hab langsam... Wie gesagt, das ist... Ich glaube... Nee, es ist länger her. Es sind nicht 2 Wochen, es sind 4 Wochen, die ich das letzte Mal gespielt habe. Egal, aber jetzt habe ich wieder Zeit. Jetzt habe ich wieder Zeit, jetzt kann ich es machen. Ach so, was esse. Ich habe immer noch einen Spoiled Burger, da wird das Prinzip behalten. Ich werde sogar selbst einkaufen gehen. Ja, ich weiß, sie haben gesagt, ja. Hier, Dingens. Mikey oder so ähnlich. Sag doch mal alles. War das Mikey? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Aber ganz ehrlich, er besorgt keine Soda. Es geht gar nicht, Junge. Ich brauche meine Soda. Okay, wir gehen kurz trainieren. Dann gehen wir zu Silver. Hauen Silver auf die Fresse. Dann gehen wir nochmal zu Casey. Kümmern uns um die Krokodile. Ja, guter Plan. Reicht, Junge, übertreib's nicht. Bei Bass, wir haben das Geld. Solide Mind! Ich habe richtig lecker Käsegeschmack im Mund. Und nein, ich kriege kein Geld von Aldi dafür, dass ich gerade Werbung für ihre Käsepizza mache. Ich mag einfach Käsepizza. Das ist nicht so, ich esse die wirklich gerne. Irgendwann mal Spinat probieren. Mal wieder, ich habe es schon mal, glaube ich, gegessen, aber ich. Nee, das war die Spinatpizza von Netto. Die gab es früher, die gibt es jetzt nicht mehr. Die hat richtig geil geschmeckt. Die war wirklich lecker, muss ich sagen. Die habe ich sogar genommen, was schicken oder irgendwas. Das war lecker gewesen, aber die wurde irgendwie vor. Es war die Zeit, als es noch Pepsi Crystal gab. Wenn das noch jemand kennen sollte. Pepsi Crystal. Oh mein Ojo. Moment. So, das auch. Oh, ich habe kurz ein Video gesehen, das von irgendeinem. Ich glaube, es war ein koreanisches Beauty Spa oder so. Die haben so auf YouTube machen ihre Videos drauf. You won't come out, sorry, was? Yay, gewonnen! Easy, mächtig! Ich weiß nicht, was ich sagen, aber ich kann auch seine Pizza aus. Das ist von Lieferdienst hier um die Ecke von. Ah, Telepizza? Die heißt, glaube ich, Orlando. Mit Shrimps und die. Ich glaube, die haben auch so ein bisschen Curry in ihrer Soße mit. Ich weiß nicht genau. Ich gebe zu, ich weiß es nicht, aber vom Geschmack her, aber es schmeckt richtig, richtig geil, das Zeug. Mit Nunchakus. Ja, ich sage immer Nunchakus, ich sage Nunchak. Ich finde Nunchak ist so eine schreckliche Aussprache. Pow! Oh, läuft gut. Wow, läuft richtig gut. Obwohl, eine Waffe hatten wir nicht. Wir sind die Waffe. Entschuldigung. Wow, das war überraschend einfach.
Alter, leck mich am Arsch. Oh, wir können die... Oh, ein dritter Basis. Jetzt haben wir Mensch Fluffy! Ultra Power Armor! Fuck this shit! What the fuck? Das ist die Dark Quest-Geschichte. Das ist eine Sache, die ihr bei anderen Blazer nicht unbedingt sehen werdet. Die ist damals am Anfang gespielt haben, da gab es die Dark Quest-Geschichte noch nicht. Also zurück zum Don. Pärchen. Dons geheime Basis. Folgt! Ja, wir müssen Roboter im Faustkampf besiegen. Das macht zwar keinen Sinn, aber scheiß drauf. Es ist männlich. Komm schon, das ist, oh ja, das ist, wieso auch immer ein Roboter ausdauert, frag mich nicht, das ist Science! Vertraut mir, ich bin Ingenieur. Ich weiß das. Aber eines werden nur bis hier gehen. Und nicht bis hier, weil ich bin, ehrlich gesagt, nie bis hier oder gar hier gekommen. Nicht bin einmal bis hier gekommen, oder zweimal. Aber nie bis hier, weil die... Die werden so abartig stark. Okay, er hat so ein Ninja-Teil, aber das bringt gar nichts, weil er trotzdem erst zwei Schläge voll die Fresse bekommen hat. Ja, ist aber richtig gut. Aber wie gesagt, die späteren Gegner werden sehr, sehr viel schwerer. Take a prize. Außerdem kriegen wir Fight Points. Ja, scheiß drauf. Passt schon. Alter, bin ich angeschlagen. Leck mich am Arsch. Das hab ich gar nicht gesehen. Verdammt, noch eins. Okay, gib mal noch Mitteltraining. Das ist Maut. Aber das war gerade echt das. Alter, ist meine Health. Mein Health weit unten. Ich bin schon erschöpft, was zur Hölle?
Ich bin ein bisschen wortkarg, aber es ist einfach nur die Hitze, die ist sowas von... Und er kriegt gleich Hunger, das ist jetzt schon. Yep. Nö. Nochmal Energy Drinks reinkloppen. Und weiter geht's. Und zwar... Weiter Punching Ball, ja, weiter, weiter, weiter. Bring immer geschickt auf den Hof. Guter Plan, guter Plan, guter Plan. Komm, ich will eigentlich eine 13, 11, 10 Ausrichtung haben. Das wäre voll Korall. Jetzt gehen wir hoch und gucken, was wir noch für schöne Sachen mit Bandenkrieg machen können. Wir können sogar einen starten! Yay! Ich könnte Continuum machen. Nein, ich mache lieber den normalen Bandenkrieg. Und mit den Yakuza, wie immer. Wir haben doch schon gewonnen gegen die Yakuza, aber hey. Das, nachdem mich ein bisschen gestört hat damals, man trifft immer nur auf die Yakuza-Typen. Immer auf dieselben. Immer in Chinatown. Wie es auch immer die Yakuza in Chinatown ist. Ich weiß es nicht. Müssten eigentlich Triaden sein. Man müsste Little Tokyo auf dem, obwohl. Was weiß ich. Nice. Continue Fighter. Guter Anfang, guter Anfang. Gefällt mir sogar sehr. Oh, das. Ich kann gar nichts mehr sagen. Die Kämpfe sind so schnell. Yakuza Nummer 3. Weiter geht's. Wo hab ich Schaden zurückwerfen her? Ich weiß, mein Gott, so lange hätte ich das mal gespielt, habe ich ja schon erzählt, aber. Ich weiß das echt nicht mehr. Komm schon, greif an, greif an, greif an, der Typ ist kurz am Zusammenklappen. Du machst Energie für den letzten Kampf. Ein Kampf und fertig. Stinkt mal, Junge! Genau so, Junge! Junge! Was hast du gesagt? Headbutt, genau. Headbutt, Hotblock, Meatrunner, genau. Brauchst du nicht, aber nächster wird auf jeden Fall deutlich, deutlich sinnvoller werden. Liebe Freunde, Viertelstunde rum. Ich weiß, ich mache nochmal jetzt 20 Minuten Folgen. Obwohl, es schwankt immer 15 Minuten, 20 Minuten, unterschiedlich. Trotzdem, jetzt wird die Zeit kommen, einfach nur trainieren, trainieren. Die Sachen hier aufpushen. Es geht. Kann ich das nicht machen? Ich brauche es weg. Ich kann es euch zu Ende bringen. Na. Okay, ihr seht, es wird eine Zeit werden von Schlafen und Fressen und Trainieren und wieder schlafen und fressen und trainieren und ab und zu mal dort was machen. Ja, müsst ihr euch nicht antun, werde ich rausschneiden. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich beim nächsten
Ich finde nicht Bosskampf oder vielleicht noch ein normaler Kampf sein. Ich weiß es nicht genau, muss ich noch entscheiden. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis